Falke in Norddeutschland für immer Punk. Wotan Wilke Möhring als Kommissar Falke hört Punk und trägt zum Schlafen wie zum Ermitteln ein fadenscheiniges Ramones-Shirt. Erst war er in Hamburg unterwegs, dann musste er Til Schweiger die Stadt überlassen und zog ins norddeutsche Umland ab. Jetzt darf er wieder in Hamburg ermitteln. Zuletzt war er in einem brisanten Fall zur AfD zu sehen. Diese Kampflust bitte erhalten. Als Co-Ermittlerin agiert Franziska Weiß als Julia Groß, starke Schauspielerin, deren Rolle allerdings noch ein bisschen blass ist. Sieland, Gornjak und Schnabel in Dresden und noch eine Truppe Witzbolde, mit Alvara Höfels, Karin Hanschewski und Martin Brambach sind zwar wirklich tolle, humorbegabte Schauspieler am Start, allerdings hapert es noch daran, die richtige Mischung zwischen leichter Sprache und schweren Themen hinzukriegen. Jetzt zogen der Head-Autor Ralf Rüssmann und Alvara Höfels die Konsequenzen, sie scheiden demnächst aus. Berg und Tobler im Schwarzwald aus regionalem Anbau, Harald Schmidt ist kurz vor Dreh ausgestiegen. Vielleicht ist das ganz gut so, denn der ewig ironische Fernsehpromi, der den Kommissariatsleiter spielen wollte, hätte in dem kargen, knarzigen und bitter ernsten Schwarzwald-Krimi wohl fehl am Platz gewirkt. Eva Löbau als Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Friedemann Berg benötigen keine Dialogfanfaren oder exotische Rollenbiografien. Sie verwerten, was dieser witterungsintensive Krimi Schwarzwald hergibt. Ein Heimatkrimi, in dem alles lokal produziert wird. Obst, Schnaps, der Tod. Moreau in Hessen keine Angst vor dem Pianisten. Ob am Klavier oder am Maschinengewehr, Ulrich Tukur als Kommissar Moreau ist fast immer eine Sensation. Fast immer, die Nummer mit den Gauklern in der Zirkusfolge Schwindelfrei von 2013 war wirklich übel, dafür war die Tarantino meets Truffaut-Folge Im Schmerz geboren 2014 ein absolutes Meisterwerk der Reihe. Eine angenehme Abwechslung ist es, dabei zuzuschauen, wie sich Ulrich, hoppla, jetzt komm ich, Tukur als LKA-Mann Felix Moreau durch die Handlung singt, tanzt und musiziert, oder eben auch mal mit der Schnellfeuerwaffe für Ordnung sorgt. Großes Thriller-Kino, eine Folge im Jahr. Borowski in Kiel der Weltenwandler, als Klaus Borowski ist Axel Milberg am besten, wenn er in Parallelkoesamin von Psychopathen hinabsteigt, vielleicht weil Borowski selber nah am Wahnsinn gebaut ist. Seit 2003 dabei, stand bis 2009 sinnigerweise unter der Beobachtung einer Polizeipsychologin. Doch die Frauen kommen und gehen im Borowski-Tatort. Nach Maren Eggert und Sibel Kekeli übernimmt nun die hochgehandelte türkischstämmige Schauspielerin Almila Bagriazik 4 Blocks die Rolle des weiblichen Sidekick. Ab 2018 wird sie im Kieler Revier zu sehen sein. Lannert und Boots in Stuttgart die Geschundenen, Richie Müller als Thorsten, Lannert und Felix Klare als Sebastian Boots sind prima Kerle, der eine mit tragischer Undercover-Ermittler-Vergangenheit, der andere als ehrenhaft gescheiterter Ehemann. Seit 2008 sind sie im Einsatz, am Anfang wurde die Fälle noch akkutiniert runtergespült, doch die jüngsten Stuttgart-Episoden behandeln auf ästhetisch höchstem Niveau Aufregerthemen wie Stuttgart 21 und unaufgearbeitete RAF-Geschichte. Dorn und Lessing in Weimar, ist das noch ein Krimi? Nora Tschirner als Kommissarin Dorn und Christian Ulmen als Kollege Lessing lassen mit lässiger Eleganz die üblichen Tatort-Ermittlerstanzen ins Leere laufen, und das ausgerechnet im Einflussgebiet des MDR, wo man sich früher schwer tat mit Humor und Subversion. Nach der anfänglich schleppenden Programmierung als Event-Tatort ermitteln Dorn und Lessing nun zweimal im Jahr. Faber, Bönisch, Dalai und Kossig in Dortmund die Kranken. Jörg Hartmann schluckt als Peter Faber reichlich Pillen und schlägt Toiletten kaputt. Anna Schut als Kollegin Martina Bönisch steigt mehr zum Frustabbau als zum Lustgewinn mit Callboys und Staubsaugervertretern ins Bett. Eileen Thesel als Nora Dalai und Stefan Konaske als Daniel Kossig haben schon gemeinsam auf Streife und im Bett zusammengeschwitzt, würden aber niemals das L-Wort benutzen. Zwei Folgen im Jahr, eines der wenigen TV-Reviere mit stringenter Figurenentwicklung. Die Elite des deutschen Fernsehkrimis. Leider steigt demnächst Stefan Konaske aus.
Börne und Thiel in Münster der Prof und der Proll. Seit 2002 ermitteln Jan-Josef Liefers als Gerichtsmediziner Karl Friedrich Börne und Axel Prahl als Frank Thiel zwischen Keksdynastien, Kartoffelkönigen und Spargelkaisern, der eine Snob und eng verbandelt mit der Münsteraner Honoratiorenschaft, der andere St. Pauli-Fan und Outsider, eine Kombination, mit der anfangs gekonnt grotesker Humor in den Tatort geschmuggelt wurde, der erschöpfte sich in den letzten Jahren aber in Gag-Kanonaden, zwei Fälle im Jahr, fast immer von neuen Quotenrekorden flankiert. Brix und Janecke in Frankfurt, wie sind die denn drauf? So ausgeglichen wie Paul Brix, Wolfram Koch, L., und Anna Janecke, Margarita Bruch, R., geht sonst niemand in Fernsehkrimi Deutschland zur Arbeit. Gute Laune als All-Einstellungsmerkmal, ein interessanter Dreh, statt Reibung die geballte Aufmerksamkeit für den jeweiligen Fall. Brix war früher bei der Sitte, Janecke hat zuvor als Psychologin gearbeitet, eine gute Ergänzung, um in die harten, kranken und doch oft auch heiter verdrehten Fälle des hessischen Tatorts hinabzusteigen. Zwei Folgen im Jahr. Chille in Hamburg. Wer ist der Größte im Tatortland? Til Schweiger schielt mit seinem Kommissar Nick Chiller und seinen Action-Blockbuster-Krimis ganz eindeutig auf diese Spitzenposition. Beim letzten Doppeltatort nach dem Jahreswechsel holte man sogar Schlagerstar Helene Fischer ins Boot, um neue Quotenrekorde aufzustellen. Haute aber nicht hin, der Zweiteiler kann beim Publikum schlecht an. Da konnte selbst Schweiger mit Panzerfaust nicht viel anrichten, und auch der begnadete Sidekick und heimliche Hamburg-Tatort-Star Fahri Yardım als Kommissar Yalcin Gümer hielt die Zuschauer nicht. Publikumslieblinge Axel Prahl und Jan-Josef Liefers und deren Zuschauerzahlen sind für Schweiger weiter entfernt denn je. Auch der im Februar gestartete Kino-Tatort war keine Publikumsbombe. Mal sehen, wie es nach der langen Pause 2018 weitergeht. Rubin und Caro in Berlin, er ein Schwein, sie eine Schlampe. Im Gegensatz zu den einstigen sonnigen Hauptstadt-Cops Ritter und Stark sind Tatort-Nachfolger Marc Waschke als Robert Caro und Meret Becker als Nina Rubin mit extrem schwarzen Strich gezeichnet. Während Caro in der ersten Episode krumme Geschäfte mit der Drogenmafia laufen hat, vergnügt sich Rubin bei SM-Spielchen in den Hinterhöfen von Kreuzberger Hipsterbars. Neben krassen Charakterzeichnungen gibt es im radikal modernisierten Berliner Tatort vor allem stimmige Hauptstadtimpressionen. Zwei Folgen pro Jahr. Stellbrink in Saarbrücken, der Unentschlossene. Seit 2013 ermitteln David Striesow als Jens Stellbrink und Elisabeth Brück als Lisa Marx in Saarbrücken. Er ist ein Kiffern der Gefühlsmensch, wie eine rabiate Analysenmaschine. Man mag es in Saarbrücken in Sachen Charakterzeichnung eben gerne ein bisschen schlichter. Das Potenzial des Großschauspielers Striesow wurde nie auch nur annähernd ausgeschöpft. Inzwischen hat er für 2019 den Abschied angekündigt. Voss und Ringelhahn in Franken, die Fremden. Felix Voss ist ein verirrtes und verschlossenes Nordlicht mit Vorliebe für Techno-Exzesse. Paula Ringelhahn machte noch zu Mauerzeiten aus dem Osten rüber, weil sie an Freiheit und Demokratie glaubte. Jetzt ermitteln die beiden Kommissare, die überhaupt nicht zueinander passen, in einer Gegend, in der sie zudem noch deplatziert wirken. Eine reizvolle Grundsituation. Einmal jährlich gehen Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel als ungleiches Paar im Hinterland von Unter-, Mittel- und Oberfranken auftreten. Hinrichs hatte zuvor schon in einer BR-Episode als Ermittler Kautskis Bert für Furore und verliebtes Publikum gesorgt. Eisner und Fellner in Wien, der doppelte Espresso. Seit 1999 ermittelt Harald Krasnitzer als Major Moritz Eisner mürrisch. Praktisch, gut. An die 5000 Tassen Mokka und andere starke koffeinhaltige Getränke hat er seitdem in sich hineingeschüttet. Seit 2011 wird er von Adele Neuhauser als Bibi Fellner unterstützt. Einer, meistens, trockenen Alkoholikerin mit Hang zur Halbwelt am Prater, Wien. Düster und kalt wie ein kleiner abgestandener Schwarzer. 2014 gab es den Grimme-Preis. Ballauf und Schenk in Köln, das Ehepaar, Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär als Freddy Schenk standen lange für den guten alten Soziokrimi, kein Thema, das von den beiden nicht warmherzig wegermittelt und wegerklärt wurde. Schenk hat zu Hause eine Frau, die man noch nie gesehen hat. Aber mal ehrlich, was kann die schon gegen seine große Liebe Ballauf ausrichten?